Biodiversität. Das sind nicht drei Sorten Hackfleisch im Kühlregal, sondern das, was uns am Leben hält. Man könnte sogar sagen, die Biodiversitätskrise ist die große Schwester der Klimakrise. In den letzten 100 Jahren sind so viele Arten ausgestorben, wie sonst in Tausenden von Jahren nicht. Und dabei geht es nicht um ein paar Insekten weniger auf der Windschutzscheibe. Denn von der Luft zum Atmen, über eine gesunde Verdauung, bis hin zum Schokoladengenuss. Unser Wohlstand und unsere Gesundheit sind komplett abhängig von funktionierenden Ökosystemen. Und Bad News, es gibt einen Kipppunkt, an dem alles zusammenbrechen wird. Wann wir den erreichen, genau darum geht es jetzt. Wir Menschen sehen uns ja gerne als unabhängig von der Natur. Aber sowohl wir als auch jedes andere Lebewesen sind auf Dienste angewiesen, die die Ökosysteme für uns leisten. Der Grund für diese Abhängigkeit ist, dass sich alles Leben gemeinsam entwickelt hat und sich auf die Anwesenheit anderer Arten verlässt. Der Mensch ist sogar selbst ein Ökosystem. Auf, in und von ihm leben unzählige Kleinstlebewesen. Zum Beispiel Hautmilben, von denen wir zum Glück meistens nichts merken. Oder Darmbakterien. Eine Studie fand sogar heraus, dass jeder von uns seine ganz individuelle Mikrobenwolke ausstößt. Ha. Naja, in einem Ökosystem, zum Beispiel dem Dschungel oder der Savanne, verlassen sich die Arten aufeinander. Die Darmbakterien bekommen eine geschützte Umgebung mit reichlich Nahrung und wir wiederum verlassen uns unter anderem darauf, dass sie unsere Nahrung für uns mitverdauen. Dankeschön. Und genau so verlassen wir uns auf eine ganze Menge anderer Dienstleistungen der Natur. Zum Beispiel auf die Versorgung mit Vitaminen, die unser Körper nicht selbst bildet. Er verlässt sich stattdessen darauf, dass sie in den Lebewesen sind, die wir essen. Und die Lebewesen, die wir essen, sind ebenfalls abhängig von nochmal anderen Arten. Zum Beispiel sind mehr als 3/4 der weltweit angebauten Pflanzenarten teilweise oder sogar ganz auf die Bestäubung durch Tiere angewiesen. Ohne diese Bestäuber wären Ernten im Gegenwert von rund 280 bis 690 Milliarden Euro gefährdet. Zum Beispiel Kakao. Es gibt sehr viele solcher Ökosystemdienstleistungen und nur ein paar wenige davon lassen sich so wirklich in Geld bewerten. Aber sie betreffen alle Bereiche unseres Lebens. Sie liefern Rohstoffe und Produktionsmittel, regulieren Temperaturen, säubern die Atmosphäre, Gewässer und Böden, geben uns Nahrung. Und natürlich sind wir auch einfach gerne in der Natur. Letztes Jahr hat die Weltbevölkerung die 8 Milliarden überschritten. Den Zenit erwartet die UN bei 10,4 Milliarden. Und hier kommt das große Problem. All diese 10,4 Milliarden Menschen brauchen funktionierende Ökosystemdienstleistungen. Und die sind jetzt schon massiv gefährdet und können plötzlich zusammenbrechen. Auch da, wo es vielleicht gar nicht danach aussieht. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erst einmal verstehen, dass Ökosysteme Netzwerke sind. Ökosysteme sind komplexe Systeme. Und das ist nicht nur eine treffende Beschreibung, sondern tatsächlich ein Fachbegriff aus der Systemtheorie. Auch das Wettersystem und das Gehirn sind komplexe Systeme. Für uns bedeutet das, sie sind schwierig zu beschreiben, zu analysieren und vorherzusagen. Komplex eben. Allein die einzelnen Teile eines Ökosystems, also die einzelnen Arten zu finden, zu bestimmen und zu zählen, ist super viel Arbeit. Zwar sind bis heute bereits 2,1 Millionen Arten bekannt, aber ob das 25% oder sogar nur 2,5% aller existierenden Arten sind, das scheint niemand wirklich zu wissen. Um ein Ökosystem zu beschreiben, müssen die Forschenden mit Kameras, Mikrofonen, Fallen, Keschern, Ferngläsern, Lupen, Mikroskopen und sogar Genanalysen jedem Hinweis nachgehen und jeden Quadratmeter untersuchen. So kommen allein in einem Ökosystem oft Tausende von Arten zusammen. Und das war der einfache Teil. Jetzt muss man von jeder Art noch wissen, was sie für Eigenschaften hat und welche Wechselbeziehungen sie mit den anderen Arten eingeht. Und da gibt es praktisch unendlich viele Möglichkeiten. Mal ist die Wechselbeziehung zum gegenseitigen Vorteil. Zum Beispiel, wenn Ameisen Blattläuse pflegen und beschützen, um ihre süßen Sekrete zu naschen. Mal profitiert eine Seite, während die andere geschädigt wird. Zum Beispiel, wenn Pilze Ameisen zu willenlosen Zombies machen und sie danach umbringen. Und mal stehen die beiden Seiten in Konkurrenz. Zum Beispiel, wenn verschiedene Ameisenarten und Kolonien um Territorien kämpfen. Aus diesen Beispielen lernen wir, erstens, Ameisen sind super interessant und mega cool. Und zweitens, so ein Ökosystem wird sehr schnell unübersichtlich. Kein Mensch kann sich das alles merken. Deshalb setzt man auf Computermodelle. Aber selbst Supercomputer können die gesamte Komplexität der Wirklichkeit nicht abbilden. Okay, gut.
Die Ökosysteme sind also total komplex und schwierig zu verstehen. Got it. Aber das Gefährliche an komplexen Netzwerken ist nicht nur, dass wir sehr lange brauchen, um sie auch nur halbwegs zu durchblicken. Ihre Komplexität gibt ihnen auch eine sehr trügerische Eigenschaft. Man sieht ihnen nämlich nicht unbedingt an, wenn sie kurz vor einem katastrophalen Zusammenbruch stehen. Das kann man sich so vorstellen. Man hat ein Ökosystem, in dem viele Arten voneinander abhängig sind. Jetzt verliert man eine Art nach der anderen und zunächst passiert erstmal nicht viel. Denn je mehr Arten im System sind, desto eher kann das Aussterben einzelner Arten abgefedert werden. Sagen wir aber jetzt, die Anzahl an Arten sinkt weiterhin kontinuierlich, dann erreichen wir irgendwann einen Punkt, an dem der Verlust einer Art nicht mehr durch eine andere Art aufgefangen werden kann. Wie ein Jenga-Turm fällt dann alles in sich zusammen und plötzlich sterben viele Arten auf einmal aus. Das ist der Kipppunkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Das ganze Ökosystem geht unwiederbringlich verloren und damit auch seine Dienstleistungen, von denen wir abhängig sind. Die Widerstandskraft der Ökosysteme entsteht also durch die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt zusammen. All das ist die Biodiversität. Und genau diese Biodiversität geht gerade rasant den Bach runter. Seit vorgeschichtlicher Zeit jagt der Mensch Tiere bis zur Ausrottung. Als Nahrungsmittel, Medizin, Jagdtrophäen oder Haustiere. Große, gesunde Exemplare exotischer und seltener Tiere sind hoch im Kurs. Auch die Meere sind vor uns nicht sicher. Die meisten Fischbestände sind stark befischt und oft auch schon überfischt. Mit unseren Reisen rund um die Welt verschleppen wir, meistens unabsichtlich, Arten von ihrer Heimat in neue Lebensräume. Wenn sie dort optimale Bedingungen und keine Fressfeinde vorfinden, werden sie zur invasiven Spezies, die die heimischen Arten ausrottet. Hinzu kommt die Umweltbelastung durch die moderne Industrie. Jedes Jahr produzieren wir rund 400 Millionen Tonnen Plastik. Dazu kommen Abgase, Industrieabfälle und Pestizide, die in der Umwelt landen. Wir haben jetzt zum Beispiel schon ein Video über den sauren Regen in Deutschland gemacht. Noch schlimmer als das ist die sich immer weiter ausbreitende Landnutzung. Mehr als ein Drittel der Landmasse und 75% der Süßwasservorkommen benutzen wir alleine für die Landwirtschaft. Hinzu kommen unsere Siedlungen, Industrieanlagen und Verkehrswege. Wälder werden gerodet, Moore trockengelegt, Flüsse begradigt. Die heimischen Pflanzen und Tiere verlieren ihren Lebensraum. Und dann ist da ja noch der menschengemachte Klimawandel. Tiere und Pflanzen besetzen eine individuelle Klimanische. Das heißt, sie haben Wohlfühlbereiche für Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag und Lichteinstrahlung. Wenn sich die Klimazonen nun schneller verändern, als Tiere und Pflanzen nachziehen oder sich anpassen können, dann sterben sie aus. Und auch der Mensch selbst ist betroffen. Die mit Abstand meisten Menschen leben in einer recht klar umgrenzten Klimanische und auch die bewegt sich. Dicht bevölkerte Gebiete in Indien und Südostasien zum Beispiel werden für Menschen unfreundlicher. Anders als die meisten Wildtiere und Pflanzen können Menschen natürlich wegziehen und das werden sie müssen, wenn ihre Gesundheit gefährdet wird und die Landwirtschaft in der Region sie nicht mehr ernähren kann. Das Problem ist, dass da, wo sie hinziehen, schon andere Menschen leben und das erzeugt natürlich Konflikte. All diese Faktoren tragen zu einem nie gesehenen Artensterben bei. 42.000 Arten sind vom Aussterben bedroht und dabei wurden nur knapp über 7% aller bekannten Arten überhaupt überprüft. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die Aussterberate extrem hoch ist. Nämlich 100 bis 1000 Mal so hoch wie im Mittel der letzten 10 Millionen Jahre. Unter den Säugetieren machen Wildtiere nur noch 4% der Biomasse aus. 96% fallen auf Menschen und ihre Haustiere. Schon seit 1995 spricht man sogar von einem großen Massensterben. Das heißt, man erwartet, dass mehr als 70% der Arten in relativ kurzer Zeit aussterben. Solche Ereignisse gab es vorher nur 5-mal. Der Impact der Menschen auf die Natur ist also in der gleichen Kategorie wie der Meteorit, der vor 66 Millionen Jahren bis auf die Vögel, alle Dinosaurier und noch sehr viele weitere Arten ausgelöscht hat. Es hat rund 11 bis 12 Millionen Jahre gedauert, bis sich die Aussterbe- und Neuentstehungsraten wieder normalisiert hatten. Und eins ist klar, diese Zeit haben wir nicht. Also, was tun? Zurück zu den Computermodellen, die Forscherinnen und Forscher benutzen, um Ökosysteme besser zu verstehen. Natürlich versuchen die Forschenden jetzt herauszufinden, wie sehr wir das planetare System schon jetzt an seine Grenzen gebracht haben. Dass das bei so komplexen Systemen fast unmöglich ist, haben wir ja jetzt etabliert. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo einen guten Weg, eine Schätzung zu machen, wenn man nicht das ganze System, sondern nur einige seiner Teile modelliert.
Das kennt ihr bestimmt aus der Klimadebatte. Die lokale Wettervorhersage ist immer nur ein paar Tage in die Zukunft gültig und man benötigt exakte Daten für die Modellierung. Aber für Klimamodelle muss man nicht jedes Detail messen. Es reichen Messungen von relativ wenigen Faktoren, die über 30 Jahre und die ganze Welt gemittelt werden. So werden die Trends auf großer Skala und lange Sicht vorhersehbar. Man will den Wald sehen, nicht lauter Bäume. In einer kürzlich veröffentlichten Studie zum Beispiel argumentieren die Forscher, dass wir genug über Landwirbeltiere wissen, um realistische Prognosen über deren Biodiversität machen zu können. Statt echte Tierarten zu modellieren, haben sie im Computer eine Erde nachgebaut, die sie dann mit künstlichen Landwirbeltieren bevölkert haben. Jede Tierart hat unter anderem eine definierte Körpergröße, Klimanische und Nahrungsbedürfnisse. Viele Zehntausende dieser Tierarten hat das Modell dann zu Ökosystemen zusammengestellt und dann mit realen Daten abgeglichen. Auf diese künstliche Welt haben sie dann die gängigen Klimamodelle und Daten zur erwarteten Landnutzung angewandt, um die Zeit von 2020 bis 2100 zu simulieren. Das alles haben sie für drei Klimaszenarien jeweils 100 Mal neu gemacht. Dabei kam heraus, dass die Landwirbeltiere bis 2100 wahrscheinlich 17% ihrer Biodiversität verlieren werden. Das alleine ist schon mega schlimm. Aber noch schlimmer ist, dass die einzelnen Ökosysteme wahrscheinlich bis zu 50% ihrer ökologischen Wechselbeziehungen verlieren. Also genau das, was ein Ökosystem stabil macht. Das heißt, ein kleiner Verlust an Biodiversität bewirkt einen großen Verlust an Stabilität. Rückt der katastrophale Zusammenbruch des Systems also schneller näher, als wir es ahnen können? Fest steht, dass wir die Ökosysteme zurzeit extrem belasten. Und es ist klar, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem sie kippen werden. Wie kurz die einzelnen Systeme jeweils vor ihrem Kipppunkt stehen, ist schwierig bis unmöglich zu sagen. Mit Modellen und Wissen über die Klimanischen der Ökosysteme versucht man aber, es so gut wie möglich abzuschätzen. Die gefährdetsten Ökosysteme sind dabei die tropischen Korallenriffe. Laut IPCC-Bericht könnten sie bereits in wenigen Jahrzehnten durch die langen Hitzewellen zerstört werden. Und mit ihnen verschwindet die Lebensgrundlage für viele Fische, von denen die Menschen in den nahegelegenen Küstenregionen leben, die aber auch wir hier in Deutschland zum Beispiel in unseren Kühltruhen finden. Das sind die schlechten Nachrichten. Optimistisch gesehen trägt aber natürlich die Bekämpfung des Klimawandels auch zum Schutz der Biodiversität bei und umgekehrt. Denn sterbende Ökosysteme setzen CO2 frei, aber sich erholende Ökosysteme speichern CO2. Besonders schwierig wird die Umstellung der Landwirtschaft. Auf der einen Seite ist die intensive Landwirtschaft Teil des Problems, weil sie die Böden auslaugt. Auf der anderen Seite hat sie die Landnutzung pro Kopf kontinuierlich verringert. Im Dezember bei der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal wurden Maßnahmen beschlossen, die das menschengemachte Artensterben bis 2050 beenden sollen. Zu den konkreten Beschlüssen gehört unter anderem, 30% der Erde unter Schutz zu stellen und 30% der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir vielleicht endlich etwas aufatmen. Das muss aber auch passieren. Zum Beispiel, indem bedrohte Tierarten aktiv wieder zurückgebracht werden, indem wir die Ozeane von Plastik befreien und Waldflächen renaturieren. Genau das und vieles mehr macht eine neue Initiative mit dem Namen Planet Wild, die im Frühjahr startet und bei der ich sogar persönlich ein bisschen involviert bin. Planet Wild ist eine Community aus Menschen, die der Natur etwas zurückgeben möchte. Mit Beiträgen der Mitglieder werden weltweit zentrale Naturschutzmissionen umgesetzt, die effektiv Ökosysteme stabilisieren und Tiere schützen. Das Ganze wird dann transparent in spannenden Videos dokumentiert. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr unter dem Link in der Beschreibung einen ersten Blick auf die Initiative werfen und der Warteliste beitreten. Ich habe bereits die Bilder der ersten Mission gesehen und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.